Ihr habt es ja mitbekommen, wenn ihr das Intro gesehen habt. Ich habe separat hochgeladen, auch komplett ohne darüber zu labern. Oh, Schissel, kommen die näher? Weil ich mir dachte, naja, das macht man einfach nicht, ne? Gerade bei sowas ganz Freshem, da will man dann eigentlich eher mitbekommen, was passiert und so weiter und so fort. Ja. Ich habe mich echt auf das Spiel gefreut. Also es ist... Da oben steht einer. Und es klingt so, als wenn die direkt über mir wären. Es gibt so eine ganz kleine Besonderheit. Und zwar habe ich... Ich habe von dem Spiel natürlich irgendwann mal erfahren. Von einem Jahr oder vor... Ich weiß nicht, wann eben mal so ein Teaser-Trailer, was auch immer kam. Kann ich jetzt aufheben, ne? Und seitdem dann gar nicht mehr. Ich habe nicht nachgeforscht. Ich habe nicht nachgeschaut. Ich habe nur diesen Trailer oder Teaser gesehen und das war's. Also es ist alles so komplett... ich habe mich früher sonst immer eher eingelesen und geguckt. Und ob es sich überhaupt lohnt, in Anführungsstrichelchen. Wobei ich eh jemand bin, der also leicht zu begeistern ist, würde ich sagen, bei Spielen. Was ist G, was ist H? Okay. Weiß ich nicht. Kann ich das Ding auch schmeißen? Oh ja, oh shit, ich hoffe, der hat es nicht gehört. Bitte sei taub. Okay, gut, sehr gut, sehr gut. Boah. Ja, ich habe es für euch natürlich auf Ultra gestellt, ist klar. Hab hier, glaube ich, aber nicht die vollen 144 Hertz. Sondern eher so 100 oder so. Aber gut, das ist ja für euch irrelevant, weil ich es eh nur in Anführungsstrichen in 60 FPS aufnehme. Und ja, das war's. Da unten kann man durchsneaken, da können wir irgendwas kaputt machen. Ich will ganz kurz gucken, wie man hier speichern kann. Ich habe jetzt gar nicht richtig... Okay, das hat automatische Checkpoints. Könnten wir uns hier durchdrücken? Nee, können wir nicht. Wir können hier sicherlich hochklettern mit irgendeiner Taste, oder? Ah, es geht von alleine. Wir können aber auch hier dieses Treppchen hochgehen. Ich gehe mal da unten rein. Einfach um zu gucken, was passiert, wenn ich da jetzt gleich dran klopp, weil das muss ich höchstwahrscheinlich aufschlagen. Und, oh, direkt eine Pipe. Habe ich jetzt beide? wo ist mein Schlagstock von gerade eben? Ich weiß überhaupt nicht. Oh, das war jetzt gerade Tab. Kein Einkommen. Ach super, ich bin nur arm. Und super Glaser da. Was ist das? Achso, hier stehen. Ja, okay, läuft. Das ist das Logbuch, alles klar. Cool. Hm. Okay. Und auf E macht er nichts. Auf F kloppt man einfach so rum. Naja, wir machen das hier mal auf. Vielleicht kann man das auf F. Oh ja. Hat er nicht gehört, der Dödel? Ja gut, da würde ich jetzt aber schon gerne ran und ihm noch eine verpassen, auf jeden Fall. Ja, so ist es nicht. Vielleicht schmeiße ich ihm das Ding einfach an den Kopf. Ich weiß aber nicht, wie die Wurfphysik hier so ab... Ah, daran erinnere ich mich noch. Das war auch beim Alten schon so ein Zeichen für... Hier kannst du übrigens hochklettern, falls du total bescheuert bist. Aber ab und an hilft es wirklich, wenn man in komplett wahnsinnigen Gebieten ist und überhaupt nicht weiter weiß. Ich sehe dich. Klettern? Hier? Hier kann man... Merkt ihr was? Hier kann man auch klettern. Wir gehen mal hoch. Hoffig. Also... Wenn diese Anzeige voll geht, ne, dann hat er uns entdeckt. Ich will ihm jetzt dieses Rohr voll ins Gesicht schmeißen. 3, 2, 1. Ich wünsche mir, dass es einen Treffer wird. Bumm. Oh, wie unangenehm. Nein. Ja. Oh, shit. Oh, das war leicht weak, aber hey. Keine Munition, alles klar. Die kommen sicherlich gleich hierher. Aber ich bin bereit. Ich werde meine Wurfkünste noch verbessern und euch dann... Und euch dann Zeug um die Ohren werfen. Ja, da ist ja mein... Komm raus, Pfadfinderin? Was? Oder Sünderin? Okay, da ist der eine. Ich bin kein durchtriebenes kleines Weib. Labertasche. Oh Gott. Machen die hier hinten auch irgendwas? Die kommen doch jetzt nicht von der anderen Seite auch noch ran, oder? Bleib. Da unten steht einer. Ja, Pistolenmunition. Okay, ich will gerade noch diese Kiste aufmachen, dann machen wir weiter. Mit denen da draußen. Dann werden wir die züchtigen. Ich spiele übrigens auf normal. Und kann hier bestimmt auch rausspringen. Dann kann ich hier raus. Ich glaube schon. Einfach mal verruht gegen das Teil hier geboxt. So. Jetzt aber. Ah ja, okay, also es ersetzt tatsächlich. Bam! Oh mein Gott! Was für ein Profiwurf! Ich sollte eigentlich Sportler werden. Alter. Verwalter, komm mal her. Pistolenmunition, thanks, Bree. Was ist das? Kann man das auch aufheben? Nee, das hat kurz so komisch geleuchtet. Leute, ich hab was viel Besseres wie eine Pistole. Ich hab ein Rohr. Da hinten steht jemand. Von hier, Achtung. Batsch! Na, ich schmeiß nur gegen die Bäume. Ich versuche einfach jetzt den einen noch zu looten, den wir gerade umgemacht haben. Ah, wir können den Körper bewegen.
Komm mal mit, mein Freund. Leg dich mal da unten hin. Ja, zack. Oh. Sieht aber echt unbequem aus, wie er das chillt. Aber naja, okay, es hat er sich halt so ausgesucht, ne? Diese Position. Wo ist denn der andere? Hat's den so? Hab ich den so? Hat er einen Backflip gemacht, oder was? It's your boy. Ah, da ist er. Nö. Wir lassen den Körper mal liegen. Oh, guckt euch mal diese Wasseranimation an. Das ist halt natürlich schon echt krass, ne? Naja. Ich weiß gar nicht, wohin wir müssen. Ich glaube, wir müssen einfach nur... Halt! Oh! Hallo? Hier ist Burke. Ja, hallo? Ja. Hallo, Burke. Christa Burke. Ich hab sie verloren. Ich sehe einen Wohnwagen in der Nähe. Der ist wegen meiner langen Brücke. Ich versuche mal da reinzukommen. Okay. Falls da draußen noch jemand ist. Falls noch jemand lebt. Also da drüben müssen wir hin. Da liegt noch was. Hier ist jemand. Hä? Hä? Was ist mit ihm los? Ist der einfach hingefallen, der Kerl? Also mit dem habe ich nichts am Hut da, mit dem Knilch. Schön auf den Arsch geslappt und weiter geht's. Was habe ich eben aufgehoben? Keine Ahnung. Es gibt scheinbar auch verschiedene Munitionsarten, wie man hier sehen kann. Da oben ist nochmal panzerbrechende, panzerbrechende Munition oder ähnliches. Ja, ich bin jemand, der sehr gerne... Halt, kann man die Taschenlampe mitnehmen? Ich bin jemand, der sehr, sehr gerne alles mögliche abcheckt. Und da hinten ist noch so ein Lagerfeuer. Da sollten wir mal hingehen. Wir gucken mal direkt, wie man Leitern runterklettert. Okay. Ist ja gar nicht so schwer. Alles klar. Und gehen mal da hinten hoch. Also, wie ist das... Oder was hat das jetzt eigentlich mit diesem Spiel oder Projekt hier auf dem Kanal auf sich? Ihr wisst ja, dass ich... im Moment, wenn es richtig, richtig gut läuft, also wenn viel Zeit ist, die im Moment eigentlich nicht da ist, dass da drei Uploads kommen. Und zwar morgens um 8 Uhr immer, kam bis jetzt immer Fallout. Als ganz normales Let's Play, also Fallout 4. Ich nehme mal den Stock, ich will einfach Munition sparen. Wow, wow, wow. Und um 13 Uhr kam dann irgendwas angespielt. Gott, oh shit, shit, oh, wie war, auf einmal kann er mich aus 8 Kilometer Entfernung sehen, der andere, auf dem bin ich drauf gesessen, der hat nicht gerafft, dass ich da bin. Wie er um den Baum drumherum geht. Naja. 13 Uhr kommt dann irgendein angespielt. Nee, bin ich gar nicht. Aber wahrscheinlich bist du tot. Und um 17 Uhr halt immer irgendein CSGO-Video. Und jetzt, ja, ich weiß nicht, wie das Spiel hier bei euch ankommt. Ich habe da schon echt ultra Bock drauf und werde es auf jeden Fall auch privat so oder so spielen. Und falls ihr aber ganz dringend wollt, dass ich es einfach weitermache. Achtung! Bam! Was für ein Wurf! Oh mein Gerd, warum habe ich jetzt auf einmal direkt wieder so eine Stange? Man kann drei solche Stangen, kann man sich in den Anus schieben. Warum sehe ich den jetzt? Nee, das ist ja der Witz dabei. Bin ich nicht? Vor allem nicht, wenn ich mit meinem Ultra-Wurfarm... Pow! Oh. Schiebri. Alter, wie ich ihn wegreiß. Das ist aber zufällig schon meine Waffe, ne? Kann ich die... Okay, scheinbar kann ich die Waffe jetzt speziell nicht mehr aufheben, aber... Habe ich eben irgendwas... Habe ich gerade irgendwie automatisch eine Pflanze aufgehoben oder habe ich mir irgendwas in mich reingestochen? Das klingt so merkwürdig. Man konnte in vorherigen Far Cry Teilen Pistolenmunition ist voll. Da konnte man Pflanzen und sowas ernten. Ah, da oben ist ein Radar, das traf ich jetzt erst. Da vorne steht ein Auto. Wir könnten uns auch einfach ein Auto snacken. Komm, ich stelle mich mal hin. Ist ja stinklangweilig, da und drum zu sneaken. Wir sind doch keine Kacknoobs, oder? Ob es einen Erfolg gibt, wenn man die alle... Oh, ist da unten die... Ah, da ist in ihre Basis. Oh Gott, gleich kommt ein Hund und zwickt mich. Nee. Wir gehen jetzt noch zu dem da drüben, denn ich würde gerne mal so einen Sneaky-Beaky-Kill versuchen. Man kann die von hinten einfach mit einem Schlag auf den Hinterkopf... Kann man die ummachen. Da hätte ich schon wirklich Lust drauf. Das machen wir jetzt mal. Te. Bitte sei taub. Auf F geht's hoffentlich. Ich glaube, es ist F. Shazam! Wow, höchst spektakulär. Den Körper lassen wir liegen und slappen ihn auch noch mal kurz. So. Einfach, dass er Bescheid weiß. Können wir dieses Benzinkanisterchen? Nein. Golden Valley. Ja, sicherlich nicht. Employees only. Dann gehen wir einfach rein. Achso, ja, ich habe es für euch auch auf Deutsch gestellt. Ihr habt es sicherlich schon gemerkt im Intro. Dass es auf Deutsch ist. Ich hoffe, das macht niemandem was aus. So von wegen, ah, der Ton und Originalsprache und sowas.
Ich hoffe, es ist gut vertont. Das weiß halt jetzt noch keiner oder das wissen noch nicht viele. Es ist ja noch recht frisch am Start. Baseball Bat. Soweit ich weiß, ist das deutlich besser als so ein rammliger... Oh, jetzt haben wir nur ein... Warte kurz. Ich werde hier nicht ganz schla... Halt mal. Warte kurz. Fünf. Aha! Ich hab drei von den Dingern und dann nochmal... Okay. Und auf sechs, was... Sind das ja auch Wurfwaffen, nicht? Ich meine, das sind Wurfwaffen, das hier oben sind... ja. Und auf E kann man... Und auf E kann man irgendwas machen? Was ist denn das? Weed. Achso, Oregano. Okay, ich habe Oregano gemeint. Schneller. Blissöl, Stechapfel. Man kann also wieder sehr, sehr viel hier mit Pflanzen machen. Was natürlich richtig nass ist. Hoppala, ich will schnell wieder unseren Stock. Aber nicht den. Leute, zieht ab. Sollen wir die da unten noch kaputt machen? Von so Sniper-mäßig. Wir sind einfach der Rohr-Sniper. Sieht schon echt Hammer aus, das Spiel, ne? Wenn man sich das jetzt mal so anguckt, ne? Schmacki-Fatz. Wie viel sind denn da unten? Wow, 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 wow. Vögelchen, bitte. Verrat mich nicht. Ist der da direkt hinterm Baum? Da steht einer. Da steht da vorne auch einer. Das ist blaue. Ich weiß es nicht. Nee, so. Da ist keine Spur. Ich glaub... Buff! Shit! Schnell! Wo ist meine Stange hin? Der... Oh! Der Scharfschütze muss sich manchmal etwas ausruhen. Die Waffe... Da ist sie. Hab ich sie? Haben wir sie? Ja. Und scheinbar können wir auch so Leute dann markieren, ne? Wenn wir die so ein bisschen angucken. Buh. Haha. Behind us! Oh no, dude! Oh! Oh! Okay, 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 okay. Nee. Hallo? Was? Hier, komm. Ja, es bringt dich um. Schlimm, ne? Oh mein Gott, das war schon wieder leicht hektisch, aber wir haben es geschafft. Da war also noch was drin. Genau das wollte ich checken. Sind die jetzt verkohlt hier, die Boys? Nee, der ist ja eh fast ins Wasser gefallen. Schade, hat keine Munition dabei. Wo ist sein Mate hin? Ah, der kam auf mich zu. Der liegt jetzt direkt hier close, ne? Plündern? Körper bewegen. Ich will die Körper nicht anfassen. Hallo? Warum sollte ich? Ich will Sachen kaputt hauen, nichts üben. Okay, wir gehen weiter. Wir gehen noch zu dem Trailer. Also, ich habe es ja eben schon kurz angemerkt. Ich weiß gar nicht, wie genau ich dieses Projekt dann weitermachen werde, soll, wie auch immer. Also, falls ihr alle sagt, oh ja, bitte, macht das weiter. Beziehungsweise, falls jetzt jemand ganz frisch wegen Far Cry eben reingekommen ist, weil es ja noch ganz neu ist. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht der ein oder andere dann doch irgendwie mit dazukommt. Dann kann ich es auch gerne weitermachen. Da würde ich das wahrscheinlich einfach abwechseln lassen, täglich mit Fallout, jeden Morgen um 8. Also an und für sich sind für euch die Upload-Zeiten ja eigentlich eh egal, weil es ja dann da ist, wenn es da ist und ihr es dann on demand anschauen könnt. Das ist das Coole auf YouTube. Und die wenigsten morgens um 8 sich hinhocken und sich das angucken. Ja. Yeah. Das will ich auch noch. Ne. Also hier ist unser Kerl. Der Sheriff. Ist hier der Sheriff? Ich möchte dieses Auto nehmen und... Also wirklich. Ich weiß nicht, ob das Spiel so gut ist, wenn das Auto... ja, wir gehen jetzt einfach mal zu ihm rein und gucken, was hier passiert. Das Setting gefällt mir schon mal ultramäßig. In den letzten Teil war es auch immer sehr, sehr nice und das ist... Oh shit, das ist doch der SWAT-Kerl, oder? Ne, halt, was ist das, der SWAT-Kerl? Ich drehe gerade meinen Kopf so wie ihr auch so. Hä? Ich glaube, das ist der SWAT. Aber der hatte doch nicht so einen Mantel. Hat der so einen Mantel? Oh shit! Naja, komm, dann gehen wir einfach mal rein. Also das sieht schon mal nicht gut aus. Ich hoffe, dass da der Sheriff drin ist und der sagt, oh nein, irgendwie ist der hingefallen und hat sich den Kopf aufgeschlagen. Shit, dude. Wir schauen mal. I hope so. Ah, das ist er! Gütiger Gott, Rookie, tut mir leid. Ich dachte, dich hätte erwischt. Komm schon, komm schon! Komm schon, sicher den Raum, Rookie. Labernett, du bist die ganze Zeit hier drin, hast den Raum nicht gesichert? Was bist denn du für ein Polizist? Oh Herrgott, ich hatte ja keine Ahnung.
Fuck! Wir sperren die ganze Familie weg. Jeden einzelnen. Verdammte Psychopathen! Wir werden hier rauskommen, Rookie. Aber zuerst bewaffnen wir uns. Hier. Alles klar. Wir machen das jetzt so. Die Straße da draußen. Wir nehmen die und wir fahren nach Nordosten. Es sind wohl nur ein paar Stunden zurück nach Missoula. Und dann kommen wir zurück hierher mit der gottverdammten Nationalgarde und wir erledigen den Rest von... Okay. Shh. Oh oh. Ich wollte eben noch sagen, gib mir mal schön die dicke Wumme. Wie, wir sind da drin? Woher wisst ihr das jetzt schon wieder? Wir haben... Hat sich der andere gezeigt? Na super. Wow, 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 meine Waffe! Oh, meine Waffe war kurz weg. Okay, Achtung. Zick, zick, Alter. Ich will mir dieses Fass noch aufheben. Sorry, ich bin gerade voll bad. Hallo? Ich will doch nur sein Köpfchen treffen. Komm her. Oh Gott, okay. Ich glaube, ich muss ja nicht nur auf Köpfe zielen. Easy, easy experience, meine Freunde. Oh, er geht vor. Ist er echt rausgegangen? Wahnsinnskerl. Habe ich, liege ich da richtig, dass er gleich mit ohne uns abbaut? Mach ich doch, Bui! Starte mal den Truck! Ran, ran! Oh! Was war denn? Herzchen! Machst du mal jetzt mit den Truck an? Ja, der schwebt ja auch. Kein Wunder, dass der nicht geht. Hallo und hallo. Okay! Was machst du da? Du schlägst den Truck! Schnell, fahr! Erste Hilfe! Okay. Shitty! Muss ich jetzt hier echt mich rauslehnen? Du kannst fahren. Boah! Bist du okay? Ja! Das war gute Arbeit! Ja! Ohne dich wäre ich tot. Mhm. Wir müssen zurück. Vorsicht, das Sau sein, Rehe. Wir wissen nicht, wen wir trauen können. Diese verdammte Nancy. Diese verdammte Nancy. Vielleicht trifft die Rehe nicht. Wahnsinn. Oh, ich will ja doch ein Tierschützer. Ne, geh wieder rein. Fuck! Halt sie uns vom Hals! Ja. Schöne Scheiße. Ich komm da nicht rum. Festhalten! Wir müssen von der Straße runter! Ja, schnell! Noch mehr hinter uns! Alter? Rookie! Hinten im Truck ist eine Kiste Dynamit! Benutze es! Schnell! Okay! Hab ich. Schüssel, hab ich Dynamit jetzt schon? Auf 8! Ja, genau so! Jagd sie hoch, okay. Da, rechts! Okay. Was für ein Chaos! Hab ich's gerade zu uns reingeworfen? Nee, oder? Da! Wir müssen sie abhängen! Bitteschön! Au! Ist das ein scheiß Flugzeug? Sag mir nicht, die haben Luftunterstützung! Oh, no! Ich halte mich mal geschwind! Scheiße! Oh! Letztes Medipack! Ich bin gleich down. Alter, ich bin down. Fahr. Dude. Da, links. Oh no. Oh shit, wann das... Doch, die, also mich haben sie gleich. Oh. Noch ein Flugzeug? Ich bin gleich so gefistet. Was? Oh? Er hockt an einem Geschütz! Ich bin gleich down. Fahr! Oh, mm-hmm.
Will er mir nicht helfen? Hallo, alter Mann. Meine Kinder, wir müssen Gott danken. Der von mir prophezeite Tag ist gekommen. Alles, was ich euch sagte, ist nun wahr geworden. Die Beamten, die mich euch wegnehmen wollten, sind in der liebenden Obhut meiner Familie. Nur eine nicht. Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, alle Straßen sind geschlossen. Die Telefonleitungen wurden gekappt. Das heißt, das Valley ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Vor allem heißt es, wir haben verkackt. Ha. Dieser verdammte Kollaps. Die glauben wirklich, dass die Welt untergeht. Darauf haben sie gewartet. Seit Jahren. Darauf, dass jemand herkommt, ihre Prophezeiung erfüllt und ihren gottverdammten heiligen Krieg anfängt. Genau das hast du getan. Das Klügste für mich wäre wohl, dich einfach an sie auszuliefern. Scheiße. Raus aus der Uniform, die verbrennen wir. Es sind frische Klamotten da. Los, zieh dich um. Und dann komm zu mir. Mal sehen, ob wir das wieder gerade biegen können. Du Deutsch, ultra der nette alte Mann. Der Kollege hat nicht so viel Glück gehabt. Der ist einfach bei den Idioten gelandet. Wir können uns hier umziehen. Okay, das machen wir dann gleich. Ich werde heute, also speziell heute, einiges aufnehmen für Far Cry, um so einen kleinen Vorgeschmack zu liefern. Und wie gesagt, die Entscheidung liegt ja einfach bei euch, wie der Hase weiterlaufen soll in dieser Sache. Ja, gut, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.